geht schon los. Wenn ihr den Pausenschlag gemacht habt, nicht so nach vorne knallen, sondern schön aus den Zehenspitzen ranziehen. Nur noch ein bisschen ruhiger nach vorne arbeiten. Ja, Ole, denk an die Handführung. Linke Hand vor der rechten. Yannick studiert Geschichte und Deutsch auf Lehramt. Saskia macht dieses Jahr Abitur. Lasse eine Ausbildung zum Zimmermann. Viermal die Woche sind sie ein Team, trainieren den Nachwuchs der Lübecker Rudergesellschaft. Ehrenamtlich. In der Hochsaison zwischen April, Mai, Juni hat man wirklich gar kein freies Wochenende, weil man dann auch manchmal Zusatztraining einsetzt, wenn man so denkt, ja, das könnte auf Bundeswettbewerb was werden. Und dann in Koordination mit Uni noch oder Beruf, Ausbildung, das ist dann manchmal schon, wo man sagt, gar keinen Tag frei. Trotzdem organisiert Yannick in seiner Freizeit die Rudertreffen. Mit 22 Jahren ist er der Älteste im Trainertrio. Jede Person hat einen Charakter, muss man darauf eingehen, muss man mitarbeiten mit der Person. Gezielt, jeder hat auch technische Defizite woanders. Also es ist wirklich eine spannende Aufgabe, mit den Sportlern da wirklich zu arbeiten. Jetzt gestalten wir das mal um. Jetzt macht ihr hinten in der Rückenlage keine Pause gleich mehr, sondern vor den Knien. Okay? Drei Schläge zum Übergang. Ole und Jonas sind Bundessieger über 1000 Meter. Die 14-Jährigen sind das erfolgreichste Team der drei. Den Nachwuchs suchen sie aktiv, sprechen die Eltern an, machen Online-Werbung oder gehen in Schulen. Vor 3 Jahren wurde Lasse deutscher Meister im Junioren-Vierer. Neben Trainerstunden, Vereinsarbeit und Lehre kommt der 19-Jährige kaum noch selber ins Ruderboot. Wenn die Kinder zu ihm aufgucken und wissen wollen, wie es denn bei mir selber war früher, auf welchen Regatten ich mitgefahren bin, das ist schon echt schön. Und da ich eben selber in dem Sport tätig war, kenne ich eben auch die Abläufe und wie ich selber drauf war als Kinderruderer, als ich so jung war wie die, was ich dafür Scheiß gemacht habe auch nebenbei. Und man kann sich da einfach reinfühlen. Jungs, die Augen mehr ins Boot bringen. Aber besser. Saskia musste Rudern als Leistungssport aufgeben. Gesundheitliche Gründe. Ihre Wettkampferfahrungen gibt die 18-Jährige schon seit 4 Jahren an den Nachwuchs weiter. Wenn man die Begeisterung der Kinder dabei sieht, diese Begeisterung für den Sport, den man selber so gerne mag und macht und selber für begeistert ist. Und es ist einfach schön zu sehen, wenn andere auch in diesem Sport so aufgehen. Dafür opfern die Abiturientin, der Lehrling und der Student gerne ihre Freizeit. Für diese Begeisterung, für den Nachwuchs, für den Rudersport.